Ja. Da sind wir auch schon wieder in die Ghetto. So, wir legen los. Ab geht die Post. So, Leute, wir machen Folge 4. Los geht's. Detective McCall, ich mache mir Sorgen wegen dieser Operation. Ich habe Ihren letzten Bericht gelesen. Ein echter Krimi, was? Detective, ich bin für diese Taskforce verantwortlich und muss über jede laufende Operation informiert werden. Sonst kann ich meine Arbeit nicht erledigen. Ihr Erfolg im Sequoia-Nationalpark hätte uns positive Pressereaktionen beschert. Miss Dixon, das war eine verdeckte Operation. Niemand durfte etwas davon erfahren. Wir wollten erreichen, dass man Aranya für schuldig hält. Aber es geht auch um die öffentliche Meinung. Wir brauchen einen Sieg, etwas für die PR. Sonst meinen unsere Vorgesetzten noch, dass diese Taskforce keine Fortschritte erzielt. Wie wär's mit einem internationalen Menschenhändlerring? Sexy genug für Ihre PR? Menschenhandel? Ich bin gerade auf dem Weg zum Hafen von L.A. Die SWAT-Einheit ist auch schon unterwegs. Gut. Aber halten Sie sich noch zurück. Ich kümmere mich um die Presse, verstanden? Nicht bevor ich grünes Licht gebe. Alles klar, dann mal los. Warum zum Teufel hat Dixon nicht angerufen? Wir haben keine Zeit. Alle Mann in die Wagen. Wir warten, dass Dixon grünes Licht gibt. Worauf warten wir, verdammt? Zum Teufel mit Dixon! Los! Wir könnten sie anrufen. Los! Alpha, was tun Sie da? Wir haben noch kein grünes Licht. Doch, haben wir. Wir legen los. Verstanden, Alpha. Delta, Sigma, Bravo, los! Dixon wird stinksauer sein. Gib Gas! Kein schlechter Auftritt. Verdammt! Sie haben uns wohl bemerkt. Delta, wir werden beschossen! Los! Sind unterwegs! Wartet das nächste Mal gefälligst! Weiter! Nicht anhalten! Nach links! Der Bier liegt. Wir müssen dieses verdammte Tor öffnen! Hier muss es doch einen Kontrollraum geben! Verdammt, da sind noch mehr! Wo kommen die nur alle her? Das kann nicht alles sein! Es muss hier sein. Runter! Alter. Scheiße! Ich öffne das Tor! Verstanden. Wir gehen rein. An alle Einheiten. Ab zum Hafen. Sigma bereit! Bravo. Verstanden. Wir gehen rein. Ach du lieber Himmel. Wir müssen die Mädchen finden. Konzentration, los! Alpha, bitte komm! Alpha! Delta, was ist bei euch los? Heftiger Widerstand in Sektor 2. Wir haben Verletzte. Wiederhole! Officer getroffen! Durchhalten! Wir holen euch da raus! Dann los! Vorne!
Alles vor! Los jetzt! Was haben Sie zu verbergen? Hier geht es doch nicht um diese 20 Mädchen. Das finden wir gleich raus. Und ich sah ein fahles Pferd. Und der darauf saß, sein Name war Tod. Und hatte eine Kugel mit deinem Namen darauf. Ja, mit dir legt man sich besser nicht an. Sehen wir danach. Alles klar, los. Seht genau nach, sie könnten überall sein. Niemand hier. Auf geht's. Wer? Ich bringe nicht den Frieden, sondern ein verdammtes Schwert. Hast du das überhaupt schon mal gemacht? Habt euch den Falschen ausgesucht! Dir entgeht nichts, was? Das war wohl der letzte. Nichts. Los, 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 los! Vorne! Scheiße! Runter! Mistkerl auf 12 Uhr! Überprüft die Container!
los, Holmes! Hey. Vorsicht! Schieß! Mist, Kerl, auf 12 Uhr! Ich will meine Pfeile mit Blut trunken machen und mein Schwert soll Fleisch fressen und ich werde es im Blut... Mist. Mist, Kerl, auf 12 Uhr! Ich bringe nicht den Frieden, sondern ein verdammtes Schwert! Versucht ihn abzulenken! Ich schalte ihn aus! Schön! Gehen wir weiter! Los! Achtung! Sehen wir uns das Lagerhaus am Ende an. Die Mädchen müssen irgendwo sein. Vielleicht hat Javier uns auch verarscht. Vielleicht bewegst du dich einfach mal, Agent Guerra. Evans, geh nach oben und gib Deckung! Los! Hey.
Ah, scheiße. Da ist das Lagerhaus. Ob sie uns bereits erwarten? Evans, geh nach oben und gib Deckung! Los! Und ich sah ein fahles Pferd. Und der darauf saß, sein Name war tot. Und hatte eine Kugel mit deinem Namen darauf. Wir müssen das Gebäude durchsuchen. Sehen wir in den Containern nach. Hinten! Ich hab's gesehen. Ist nicht so, wie es aussieht. Ah, scheiße. Scheiße! Ausschalten! Wie wär's mit Zielen? Wir haben keine Zeit! Weiter zu Sektor 4! Verflucht! Wo kommen die nur alle her? Sie können nicht entkommen! 5 und 6 sind sicher! Warum halten Sie die Stellung? FBI! Waffen runter! Sie sind umzingelt! FBI! Sie hören dir nicht zu, Evans! Vielleicht hören Sie das! Alter. Hinten! Geh in Deckung! Verdammt! Auf mich! Oh. Das war scheiß knapp! Hallo! Hallo! Hallo!
verdammte Esse, wir haben es geschafft. Ich will meine Pfeile mit Blut trunken machen und mein Schwert soll Fleisch fressen und ich werde es im Blut meiner Feinde baden. Oder so ähnlich. Wenn wir dich nicht decken würden, wärst du schon durch Löcher. Ich bringe nicht den Frieden, sondern ein verdammtes Schwert. Bewegt sich noch einer? Hier sind sie. Wo ist der Rest? Die sind total fertig. Nicole? Kennen Sie Nicole? Lagerhaus. Die anderen sind weg. Das Lagerhaus. Schnell! Macht sie kalt! Ich gebe das Signal. Los! Polizei! Ja, lade mal drauf. Ich bin da! Zeig dich! Halten Sie von hier weg! Ein Glück. Wir hätten sie fast verpasst. Abwarten. Noch haben wir sie nicht. Wo ist der Eingang? Sie müssen hier sein! Feuerschutz! Vorsicht, Mann! Die nehmt das! Ich will meine Pfeile mit Blut trunken machen und mein Schwert soll Fleisch fressen und ich werde es im Blut meiner Feinde baden! Und so ähnlich. Sind wir fertig? Ich bringe nicht den Frieden, sondern ein verdammtes Schwert. Alles klar, wir können gehen. Himmel, stinkt's hier. Die haben die hier echt alle eingepfercht? Nicole? Nicole! Ich rufe einen Krankenwagen. Eieiei. Also, sie wird einen Entzug machen müssen. Die haben sie mit allem möglichen Scheiß vollgepumpt. Sie schafft das. Sie muss nur einfach wieder klar im Kopf werden. Du willst mir danken?
Wie wär's mit Donnerstag? Gerettet. Evans? Dion? Wovon redest du denn da? Hey, was ist denn los, Evans? Du verkaufst ihre Drogen? Ich bin kein Kopf, fuck, sondern dein FBI. Nicht, Carla. Und wir sind Familie. Und das wird sich nie ändern. Gar nicht. Lüg mich nicht an, Dion. Ich weiß Bescheid über dich und Aranya. Ich habe über das Kartellgeld erfahren. Ich glaube, wir nerven sie. Verdammt, könnt ihr nicht mal die Klappe halten? Ja, geschafft, Leute. Heute Nacht haben Bundesagenten gemeinsam mit der Polizei vor Ort ein Schiff im Hafen von Los Angeles gestürmt. Über ein Dutzend entführte Frauen wurden befreit und ins Krankenhaus gebracht. Dabei wurde außerdem eine riesige Marihuana-Lieferung entdeckt. Die Polizei hat noch keine Namen der Frauen oder Verdächtigen in dem Fall genannt, aber ein FBI-Sprecher hat angedeutet, dass die Frauen einem Menschenhändlerring zum Opfer gefallen sind, der mit dem mexikanischen Mendoza-Kartell in Verbindung steht. Okay. Bleib an ihm dran, okay? Wenn wir zu schnell fahren, haben wir die Streife am Hals. Wenigstens können wir von hier etwas sehen. Ausrüstung holen und einsteigen, Mann! Oh, Mann. Ja, Leute. So, das seht ihr natürlich morgen hier. Das war Folge 4 und ab morgen dann Folge 5. Es wird sehr interessant. Jawohl. Hihaw. So, Leute, jetzt kommt nochmal das letzte Spiel für heute hier. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.